Manche sehen TTIP ja schon auf der Intensivstation, viele hoffen darauf. Aber noch wird hinter den Kulissen auf den Endspurt hin verhandelt. Und da präsentiert heute Foodwatch ein Gutachten, das zeigt, dass die Basis aller Entscheidungen in der EU im Bereich der Gesundheitspolitik, des Verbraucherschutzes, des Umweltschutzes gar nicht im Vertragsentwurf steht, nämlich das Vorsorgeprinzip. Lieber etwas zu lassen, als hinterher zu merken, dass es falsch war. Was TTIP heißt, ist das eine. Transatlantic Trade and Investment Partnership. Was es bedeutet? Für jeden was anderes. Für die Wirtschaft sind Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA die Verheißung. Freier Handel, mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätze. Für viele Bürger sind die Abkommen aber ein Angriff auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz. Auch die Organisation Foodwatch sieht den Schutz der Verbraucher in Gefahr. Denn in den USA und Kanada sind in vielen Bereichen Produkte so lange zugelassen, bis deren Schädlichkeit nachgewiesen ist. In Europa ist das anders. Hier gilt das Vorsorgeprinzip. Das heißt, Unternehmen müssen vor der Produktzulassung deren Unschädlichkeit beweisen. Vorsorge statt Nachsorge. Ein aktuelles Rechtsgutachten im Auftrag von Foodwatch kommt nun zu dem Ergebnis, dieses Vorsorgeprinzip ist in TTIP und CETA nicht verankert. Vertreter der EU und der Bundesregierung sehen das ganz anders. TTIP-Kritiker sagen, dass die EU den eigenen hohen Verbraucherschutz über Bord wirft. Aber das sogenannte europäische Vorsorgeprinzip steht in der Präambel des Abkommens. Wenn wir den Menschen wieder und wieder sagen, die Standards werden nicht abgesenkt, sondern die Standards bleiben oder werden erhöht, dann können wir in diesem Jahr noch einen großen Erfolg erzielen. Unterschiedliche Standpunkte, die sich scheinbar schwer klären lassen. Einmal wieder bleibt das Gefühl, dass TTIP nicht nur zum Wohle der Bürger ist. Das Rechtsgutachten für Foodwatch hat Herr Professor Peter Tobias Stoll erstellt. Er ist Völkerrechtler an der Uni in Göttingen. Herr Stoll, haben Sie denn den Eindruck, dass wir da gezielt getäuscht werden? Getäuscht ist natürlich ein hartes Wort, aber nach den öffentlichen Verlautbarungen, dass eigentlich keine Standards abgesenkt werden, und dass das Vorsorgeprinzip vollkommen gewahrt wird, muss unsere Analyse zu einem Ergebnis kommen, dass das keineswegs so umfangreich der Fall ist. Aber was ist denn mit dieser Präambel? Also der Chefunterhändler hat gerade da eben noch mal betont im Beitrag auch, ja, in der Präambel steht ja alles drin. Würde das sozusagen dann nicht für alle einzelnen Unterpunkte auch gelten? Nein, natürlich ist Präambel ein wichtiger Teil eines internationalen Vertrages. Aber wie man das sagt, operativ ist er nicht. Viele andere Regeln in dem Abkommen regeln im Grunde Fragen, die mit der Vorsorge zu tun haben könnten und erwähnen die Vorsorge nicht und gehen dieser Aussage in der Präambel vor. Dieses Vorsorgeprinzip ist natürlich dazu da, um uns Verbraucher zu schützen. Was würden wir denn tatsächlich verlieren und was würde sich da verändern, wenn die EU nun ganz auf das Vorsorgeprinzip verzichtet? Dann würden einige Regulierungen der EU in Frage gestellt, wobei man sagen muss, eigentlich ist es so, dass das Vorsorgeprinzip schon durch die WTO sozusagen in Frage gestellt wird und dass die Abkommen das insofern eher übernehmen. Ein anderer Bereich ist, dass zukünftige Regelungen wesentlich erschwert werden und die sind gerade für das Vorsorgeprinzip und seine Umsetzung wichtig. Also WTO ist die Welthandelsorganisation. Wer hätte denn eigentlich Interesse an dem Verhandlungstisch, bei dem es um TTIP geht, das Vorsorgeprinzip in Europa zu kippen? Ich weiß nicht, ob jemand das Interesse hat, es zu kippen. Auf alle Fälle ist das ein transatlantischer Streit, der schon lange existiert. Es gibt zwei Verfahren vor der WTO, die die EU gegen die USA und Kanada verloren hat, wo es beides mal um die Vorsorge ging. Das TTIP und CETA wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, hier diesen großen Handelskonflikt aus der Welt zu räumen und irgendeine Lösung dafür zu finden. Gut, vielleicht könnte die ja noch kommen. Also TTIP ist ja noch nicht zu Ende verhandelt. Gäbe es eine Chance, diese Lücke dann vielleicht noch zu füllen?
Das müssen die Verhandler auf beiden Seiten natürlich selber sehen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man diesen Bereich jetzt nicht versucht, mit allem Druck heute und für diesen Vertragstext schon zu lösen, sondern dass man beispielsweise diesen Bereich ausklammert und einer späteren Lösung vorsieht. Vielleicht haben die Parteien dann mehr Vertrauen gefasst, weil sie sonst mit dem Abkommen zufrieden sind. Sie stehen ja eigentlich so einem Freihandelsabkommen ganz positiv gegenüber. Hat sich da Ihre Meinung jetzt verändert, seit Sie das Gutachten verfasst haben? Ich bin schon enttäuscht darüber. Ich glaube, dass in Deutschland zum Beispiel jeder versteht, dass wenn man freien Handel haben will, dass man dann auch reden muss über die Regulierungen, die es in den unterschiedlichen Ländern gibt. Sowas kennen wir in Europa. Und so denke ich, in der deutschen Bevölkerung wäre eine Bereitschaft dazu, auch über einzelne Standards zu reden. Aber ich glaube, dass die Bevölkerung in Europa dieses Vorsorgeprinzip durchaus wertschätzt und befürchtet, weil es eben in den Verträgen gar nicht vorkommt, dass es sozusagen eine geringere Rolle spielt und in Zukunft nicht mehr in dem Maße praktiziert werden kann. Würde das heißen, lieber gar kein Freihandelsabkommen als dieses, wie es jetzt angedacht ist? Das wäre die Frage. Es wird ja oft darüber diskutiert, ob man nicht Teile dieses Abkommens jetzt schneller abschließt und andere Bereiche in die Zukunft verlagert. Nun sagt die Politik im Augenblick, und sowas kann ein Juraprofessor nicht überprüfen oder kommentieren, dass es erforderlich wäre, alles auf einmal zu beschließen und in ein großes Abkommen zu legen. Wir haben Ihre Meinung ausgehört. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Storm. Jawohl, sehr gerne.